Die München Klinik Schwabing. Hier wurde Patient 1, der erste Corona-Fall Deutschlands, behandelt. Genau 2 Jahre später blicken Vertreter aus Klinik und Politik zurück und gedenken der Opfer. Wir haben 20.000 tote Menschen zu beklagen in Bayern und wahrscheinlich wären es wesentlich mehr, wenn wir nicht Maßnahmen getroffen hätten. Und dann denke ich natürlich auch an unser Gesundheitssystem, an die Pflegekräfte, an die Ärzte, die jeden Tag kämpfen um das Leben anderer Menschen, die überbelastet sind, die am Ausbrennen auch sind. Und das sind schon Themen, die wir auch für die Zukunft mitnehmen müssen. Nachjustieren will Gesundheitsminister Klaus Holleczek bei der Finanzierung der Krankenhäuser und den Arbeitsbedingungen in der Pflege. Den heutigen Tag nimmt er außerdem zum Anlass für einen Appell, sich impfen zu lassen. Ich bin für eine allgemeine Impfpflicht. Ich war lange dagegen, weil ich natürlich meine Argumente sind das beste Thema, Menschen zu überzeugen. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir eben manche nicht mehr erreichen. Und ich glaube, über die allgemeine Impfpflicht, die ich befristen würde, kommen wir aus der Pandemie raus. Kriegen wir unsere Freiheit zurück? Das sind natürlich schwierige Diskussionen, Abwägung verschiedener Grundrechte. Aber ich glaube, im Kern ist es der einzige Weg, damit wir wieder rauskommen und den dritten Jahrestag nicht mehr so erleben. In die Zukunft blickt der Minister mit Zuversicht. Wir seien aber nach wie vor in einer schwierigen Situation. Jetzt brauche es Zusammenhalt. Das bayerische Handwerk erholt sich langsam. Vor allem der Bauboom hilft der Branche. Einige Wirtschaftszweige leiden aber weiterhin unter der Pandemie. Die Verlierer sind die, wo die Einschränkungen durch die Politik maßgeblich sind. Das sind die körpernahen Dienstleistungen oder körpernahen Gesundheitshandwerke. Es sind die Gewerke mit Ladengeschäft, wo eben nicht geöffnet werden darf, wo ein quasi Lockdown herbeigeführt worden ist durch die 2G-Plus-Regel. Zudem belastet Omikron die Betriebe. Immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen in Quarantäne. Außerdem sind die Ausbildungszahlen seit Pandemiebeginn deutlich gesunken. Wir haben also im Vergleich 2021 zu 2019 einen Rückgang von etwa 1000 neu abgeschlossenen Lehrverträgen. Das hängt auch damit zusammen, dass wir jetzt durch diese Corona-Schutzmaßnahmen daran gehindert waren, Ausbildungsmessen in Präsenz zu veranstalten. Auch mit Blick auf das weitere Jahr ist die Stimmung in vielen Betrieben gedämpft. Vor allem die Materialengpässe werden das Handwerk vermutlich das ganze Jahr lang begleiten.